Hey Leute, ihr habt wahrscheinlich alle einen Titel gesehen und nein, das war kein Clickbait. Ich habe tatsächlich 20 Millionen Dollar gezogen. Keine Sorge, ich werde euch gleich den Clip zeigen und euch auch gleich sagen, was wir mit diesem ganzen Geld machen werden. Und ich habe jetzt aber auch heute wieder ein paar Kisten geöffnet und da ist auch wirklich richtig, richtig gut gelaufen. Also schaue ich das Video gerne bis zum Ende an. Da gibt es wieder eine nice Verlosung für euch. Und ganz kurz sei noch gesagt, bevor ich euch den Clip zeige, wo ich das Geld ziehe, ihr könnt die ersten 10 Millionen Dollar davon schon mal jetzt gewinnen. Und zwar diesen Sonntag ab 20 Uhr gibt es für euch 10 Millionen Dollar. Abzustauben. Und das bei einem richtig, richtig lustigen und coolen Event. Es wird fast jeder, der im Stream dabei ist, was gewinnen von dem Geld. Das heißt, wenn ihr das verpasst, vertraut mir Leute, ihr werdet es bereuen. Alles, was ihr tun müsst, um dabei zu sein, ist einfach nur eine Erinnerung stellen. Also ich habe euch im ersten Link in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar einfach draufklicken und dann ploppt da so ein schönes Fenster auf. Da könnt ihr aber einfach auf Erinnere mich drücken. Dann kriegt ihr da ganz kurz, bevor der Stream losgeht, eine Erinnerung und verpasst den auf keinen Fall. Bitte, bitte, bitte macht das, weil sonst, glaub, vertraut mir Leute, sonst werdet ihr das definitiv bereuen. Und vielleicht habe ich auch eine sehr, sehr coole Überraschung für den Stream vorbereitet. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Also seid dabei, stelle ich jetzt eine Erinnerung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle gemacht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Da sich nun hoffentlich alle von euch eine Erinnerung gestellt haben, kann ich euch einmal den Clip zeigen, wo ich die 20 Millionen Dollar gezogen habe. Leute, ganz kurz davor noch, vergesst nicht, wenn ihr euch aus Belay Mode holt, mit dem Code Chrono kriegt ihr wirklich alles im Shop um 10% billiger, spart euch ein bisschen Geld, würde mich sehr supporten und jetzt viel Spaß mit dem Clip und danach natürlich auch mit dem darauffolgenden Case Opening, das auch richtig, richtig gut gelaufen ist. Viel Spaß. Ist jetzt mal gegönnt. Oh, gönn, 20 Millionen. Oh, oh, bitte, 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 bitte. Was? Was? Nein! No fucking way! Ja, Leute, das war eigentlich auch schon meine komplette Reaktion. Ich konnte halt nicht komplett rumschreien, weil es schon 23 Uhr oder so war. Aber das restliche Case Opening wird nur noch besser. Also viel Spaß mit dem Rest. Gehen wir mal rein in die erste Herbstkiste. Schauen wir mal, was. Oh, die schaut ja schon direkt krank aus. Komm, Supreme, Supreme. 250k in der ersten Kiste, Leute. Jungs, die gönnen ja unglaublich. Ist crazy. Vielen Dank für das Follow, wer auch immer gerade reingefollowt hat. Ey, crazy, crazy, crazy. 250k direkt hier in der ersten Kiste. Machen wir halt mit dem Spawner. Der bringt uns hoffentlich auch Glück. Ich habe immer so Glücksitems dabei von Zuschauern, die mir hoffentlich ganz viel Glück bringen. Machen wir weiter mit der Sommerkiste. Die schaut nicht so gut aus. Oh, oh. Schnelligkeit-Perk. Und was habe ich bekommen? 125k. Das ist unglaublich wenig für einen Perk. Aber ja, okay, besser als nichts. Aber eigentlich wieder ein guter Gewinn. Wieder ein guter Gewinn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weiter gleich mit dem Lucky Kopf Lobo Negotias in die nächste Herbstkiste. Und die sieht wieder heftig aus, Jungs. Gönn, gönn. Ah, 16 Grundstücksgut. Obwohl doch, eigentlich solid. Besser als der Rest da drin meiner Kiste. Also wieder, die ersten drei Kisten haben schon mal ordentlich gegönnt. Ich hoffe, das geht so weiter. Rein an die nächsten Kisten, die bringen uns hoffentlich genauso viel Glück wie die ersten drei. Wir fangen an mit dem Lucky Kopf von Commander Chaba und einer goldenen Herbstkiste, die auch wieder sehr gut aussieht. Oh, oh, ein Bonze-Booster. Also ich weiß ja nicht, ein Bonze-Booster ist ganz nett, aber braucht man jetzt auch nicht unbedingt irgendwie. Wir machen weiter mit diesem Apfel. Der Apfel steht, mit diesem Apfel gewinnst du 20 Millionen. Nee, wir machen weiter. Da öffnen wir lieber eine Herbstkiste. Machen wir weiter mit der Sommerkiste hier. Mit diesem Ultra-Luca-Beacon. Mit dem coolen Sign. Oh. Vier Barrieren. Naja, Ultra-Luca hat uns anscheinend kein Glück gebracht. Jetzt aber die 20 Millionen, habe ich gehört. Ah. Ein Rentenausweis, das ist doch eine Frechheit. Sehe ich so aus wie ein Rentner? Ja. Ja, ach man, ich würde schon wieder alle Ja sagen hier im Streamchat. Aber gut, ja, Rentenausweis, das ist wirklich ein tolles Item. Wir haben hoffentlich nächste Runde dann ein bisschen mehr Glück. Glimmerface ist mal wieder hier am Rumtanzen im Hintergrund. Das finde ich wirklich wunderschön. Das ist ein toller Tanz. Ihr wisst, Leute, Code Chrono kriegt alles 10% billiger im Labemod Shop. Ist absolut OP. Und jetzt gehen wir rein in die erste Herbstkiste mit diesem Spawner von Knuffiges Leo. Die sieht echt nicht gut aus, die Kiste, meine Güte. Okay, ein Lucky Block wenigstens. Das ist noch das Beste, was in dieser Kiste drin war, gefühlt. Ich sag's euch ehrlich. Aber machen wir auch gleich weiter. Und zwar hier mit einem Lucky Kopf von Meister Yoda und einer Sommerkiste. Let's go! Oh, Sommerfarbe! Leute, Sommerfarbe, Sommerfarbe. Och nee, jetzt geht's nicht aus. Jetzt geht's fix nicht aus. Ah, schade, 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 schade.
Leider nur ein Merch-Gutschein. Leider nur ein Merch-Gutschein. Kann man nichts machen? Spawn-Gas-Gutschein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Es ist doch ein Witz. Ach, mein Gott. Links 250k. Rechts ein Spawn-Gas-Gutschein. In der Mitte eine Money-Kiste. Das ist ja mal wieder ultimativ genial. Oh mein Gott, aber okay, die Money-Kiste, die gönnt uns jetzt hoffentlich. Oh, bitte gönn wenigstens jetzt du Geld. 100k, 100k. Nee. Wir gewinnen 5k. F an dieser Stelle. Jetzt knallt es hoffentlich bei den nächsten Kisten mit diesem wunderschönen Anti-Österreich-Frosch. Warum habt ihr einen Anti-Österreich-Frosch? Ich weiß. Wir machen einfach damit mal eine Kiste auf. Let's go. Und ach, der hat uns absolut gar kein Glück gebracht. Wir haben einen finsteren Nacht-Randeffekt gezogen. Das ist richtig gut. Was sagst du dazu? Richtig cool, ja. Gib richtig mir meinen Kopf wieder. Nee, gib mir meinen Kopf wieder. Den kriegst du nie wieder. Gib den her, okay, Junge. Hast du ihn. Also Leute, jetzt nehmen wir den Lucky-Kopf von Meister Yoda und gehen rein in diese super Supreme-Kiste. Gönn. Ja, das sieht gut aus. Okay. Nein, meine Güte, ist das schlecht. Oh nein, das ist ja voll gut. 250k, das war jetzt ein Auf und Ab, diese Kiste. 250k ist richtig geil, weil ihr wisst, Leute, ich habe schon mal Supreme-Kisten aufgemacht. Ich glaube, so 5 Stück oder 6 Stück. Das Beste, was ich da rausgezogen habe, waren so 20.000 Dollar. Also die können echt gar nichts, die Supreme-Kisten. Deswegen 250k nehmen wir mit. Let's go. Richtig, richtig geil. Dann machen wir jetzt nochmal hier eine Herbstkiste auf. 1 Million, komm. 1 Mio. Das geht, oh, komm. Ja. Was? Bitte was? Ey, das Glück ist wieder zurück. Das lag nur am Österreich-Frosch. Das lag nicht am Österreich-Frosch. Mit dem haben wir diesen finsteren Nachtband-Effekt gezogen. Hier klebt noch was an den Händen. Der Spawner bringt Glück, jetzt haben wir es. Ach man. Leute, let's go. 1 Mio haben wir wieder gewonnen. Let's fucking go, Jungs. So, liebe Leute, ihr könnt natürlich jetzt nochmal in den Kommentaren 100.000 Ingram-Dollar hier auf Griefer Games gewinnen. Und das geht ganz easy. Einfach nur hier ein Abo dalassen, irgendeinen Kommentar schreiben, ist mir egal, was ihr reinschreibt. Einfach irgendwas reinschreiben und dann seid ihr auch schon direkt eingetragen. Ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen, das heißt, macht unbedingt mit. Und nicht vergessen, Like da lassen, wenn ihr solche Videos öfters sehen wollt. Und ganz, ganz wichtig, seid am Stream am Sonntag unbedingt dabei. Sonntag ab ca. 20 Uhr, 10 Millionen Dollar für euch. Also wer da nicht dabei ist, da weiß ich auch nicht mehr weiter. Deswegen bis Sonntag, liebe Leute. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss, tschüss.